Mit dem Projekt Adern von Jena ist es uns gelungen, eine eigentlich schmucklose Infrastruktur in den Mittelpunkt zu rücken. Die Rede ist von den Fernwärmerohren, die unsere schöne Stadt Jena durchziehen. Als ich 2004 mit der Idee der Adern von Jena auf die Stadt Jena, auf die Stadtwerke zugegangen bin, damals noch als Studentin der Bauhausuniversität Weimar, da stieß diese Idee, obwohl sie sehr ungewöhnlich war, direkt auf sehr offene Ohren. Ich fand es irgendwie bezaubernd mit diesen Fernwärmeleitungen, die eigentlich für alle Jener und Jenenser so störend wirken und auch eigentlich Barrieren bilden, positiv umzugehen und dem Ganzen damit auch ein anderes und aufgewertetes Image zu geben. Das erste gemeinsame Projekt war der Farbstrom über die Lobadauer Straße. Und jetzt stehen wir hier vor dem Blitzbogen, das letzte Projekt, was wir gemeinsam mit dem Theaterhaus realisiert haben. Also wir haben immer mehr gewagt über die Jahre und die Projekte sind deshalb auch, ich will nicht sagen spektakulärer, sind alle irgendwie wunderschön, aber das Ganze hat schon sehr an Fahrt aufgenommen. Mein Lieblingsprojekt ist Golden Gate und ich denke zu Recht hat dieses Projekt 2009 den Thüringer Landschaftsarchitekturpreis erhalten. Für mich als Stadtplanerin war es bis 2020, da bin ich in Rente gegangen. Ein sehr, sehr schönes Projekt, was ich gern begleitet habe. Es ist mehr als das, was man an den Leitungen sieht. Es sind Netzwerke, Partnerschaften, Kooperationen und vor allen Dingen ein ganzes Heer an Leuten, die über die 20 Jahre die Adern von Jena geprägt haben und sich kreativ eingebracht haben. Und Fernwärme ist die Technologie der Zukunft, wenn es darum geht, die Wärmeversorgung dieser Stadt und im Übrigen auch vieler anderer Städte klimaneutral und grün aufzustellen.